Hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights of the Old Republic. Wir haben in der letzten Folge die ganzen Schergen hier besiegt und wir werden uns jetzt unseren Lohn holen, und zwar den Turbobeschleuniger für den Swoop-Dingsbums. Und dann sollten wir wohl in der Lage sein, Bastila endlich zu retten. So hoffe ich. Ich werde jetzt mal speichern, nicht, dass da noch irgendwas passiert. Wir werden jetzt wahrscheinlich total krass angegriffen. Das wäre irgendwie blöd. Und zwar richtig. Ich muss hier nur noch lebend rauskommen. Wobei, also Leute, was war das denn? Das Spiel überfordert halt meine Hardware. So schaut's aus. Ich hoffe, also da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Hier, da, der ist mir zu krass, der Typ. Hat mir so schon lange genug gedauert. Ach, ich wollte gerade sagen, ey. So, jetzt muss ich hier nur noch rauskommen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich nicht nochmal komplett in die Slums gehe. Weil ich kann ja... Oh, wo muss ich jetzt lang? Moment. Zur Kanalisation. Ach, was? Okay. Ich kann nämlich eine Quest da abgeben und das würde ich eigentlich gerne tun, das muss ich mal so sagen. Allerdings den ganzen Weg wieder zurück, nur dafür ist schon ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Wobei, totaler Bullshit, ich muss ja sowieso wieder dadurch. Ich muss ja, ich muss ja eh in die Unterstadt, da muss ich ja eh durch die Slums, also von daher, ja, wir gehen wieder komplett zurück. Juhu. Ich werde ab und zu auf dem Weg mal speichern, falls mir jetzt nochmal ein paar Rackguls entgegenkommen. Damit das läuft. Damit ich da keine Angst haben muss, weil die könnten mir jetzt noch recht gefährlich werden. Weil die respawnen ja auch, die Schweinebande. Das ist ziemlich nervig. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Da kann ich mich nämlich in den Slums auch nochmal kurz heilen lassen. Was ziemlich genial ist. Ich muss mal kurz gucken. So, bla bla, das Rakuserum. Du hast eine Probe des Rakuserums gefunden. Den richtigen Leuten ist die bestimmt eine Menge wert. Das kann ich auch machen, wenn wir wieder zurückgehen. Gut, das haben wir auch noch. Rukils Schüler. Du hast das Tagebuch von Rukils Schülerin bei ihrer Leiche gefunden. Wir sind alle mal im Dorf ausgestoßen und von ihrem Schicksal erzählen. Genau, das kann ich nämlich auch abgeben. Mehrere Ausgestoßene haben sich mit der Rakul-Krankheit infiziert. Sie wurden inzwischen isoliert, um zu verhindern, dass sie nach ihrer Verwandlung in Rakuls unschuldige Bürger attackieren. Okay. Okay. Und Schnellreisesystem, bla bla bla. Das habe ich halt noch nicht benutzt, aber das werden wir auch mal tun. Vielleicht demnächst bald oder so. Ich weiß es noch nicht. Jetzt speichern angesagt. Perfekt. Bin auf jeden Fall schon mal auf dem richtigen Weg. Okay. So, dann muss ich nur noch hier rauskommen, schnell in die Slums, hoffen, dass da oben vor dem Eingang keine Gegner auf mich warten. Moment, warte mal, ich komme hier relativ schnell raus, ich muss aber dann dafür da lang. So, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Wenn ich das Serum abgebe, kann denen dann nicht vielleicht sogar geholfen werden? Nee. Oh nein. Ich hab ihn auf jeden Fall... Fuck, 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 Rakule. Ungeil, ungeil, ungeil. Ich würde sagen, Männer, macht mal... Nee, nee, macht mal alles weg. Aktiviert mal euren Schutzschild. Ich weiß, der bringt, glaube ich, gar nichts gegen Nahkampfangriff, aber das macht er überhaupt nichts. Scheiße. Ich habe ein Problem. Mayday, Mayday, Houston, I have a problem. Okay, einer ist schon mal tot, nice. Sie hat zwar noch, sie hat ja ein bisschen Leben, aber das wird definitiv nicht reichen, vor allem, wenn da so viele auf sie eindreschen. Scheiße, ey, warum müssen die denn jetzt hier sein, die Drecksbande, ey? Von stinkenden, kackfressenden Arschkeksen. Mayday! Mayday! Ah, ist ja auch wieder herzallerliebst. Oh,
speichern. Da könnten nämlich noch mehr drin sein. Und es sind auch mehr drin. Und leck mich doch am Arsch. Es geht uns wunderprächtig, das muss man mal einfach so sagen. Ich gehe einfach an ihm. Hat er mich gesehen? Er hat mich gesehen, okay. Feuer frei! Feuer frei! Das war knapp. Das Geile ist nämlich, hier oben könnten auch noch welche sein, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja, da sind sie. Scheiß die Wand an. Okay, das bringt mir ja gar nichts. Ich bin weg. Ich bin weg, habe ich gesagt. Ich hoffe, ich komme da jetzt weg. Die verfolgen mich nämlich auch relativ lange. Den Spaß hatte ich ja nämlich schon mal. Ich will jetzt auch nicht nach hinten gucken. Scheiße. Fuck. Das war doof. Wenn ich Pech habe, verfolgen die mich jetzt noch länger. Nein! Ich hätte doch nur durchgehen müssen, dann wäre ich in Freiheit gewesen. Scheiße. Okay. Same way. Ist mir egal. Greift die anderen an. Lass mich in Ruhe. Let me. Please. Let me go. Das Blöde ist, ich hab gar nichts. Ich kann mich gegen die auch nicht wirklich verteidigen. Okay, jetzt ist auch sie tot, aber das macht überhaupt nichts. Ich hau ab. Ich bin weg. Okay, der verfolgt mich noch, der eine. Ich laufe mal einfach weiter geradeaus. Ich glaube, irgendwann verliert er auch das Interesse, mir hinterher zu laufen. Wenn nicht, habe ich ein kleines Problem. Ja, ich glaube, er hat das Interesse verloren. Jawohl. Sehr gut. Kann ich mich hier rein? Alter Schwede, ne? Nein, Henda, nein! Das ist ja schon wieder 5 Jahre her. Also echt. Ein schreckliches Schicksal, das der arme Henda da erlitten hat. Ich hatte ihn gewarnt, das sichere Dorf nicht zu verlassen. Doch ich konnte das Tor nicht öffnen. Nicht, während die Ragule in der Nähe waren. Ich musste das Dorf beschützen. Doch genug von diesen grausigen Dingen. Wir müssen uns auf das Positive konzentrieren, um hier unten zu überleben. Wie kann ich euch helfen, Oberwäldler? Puh, eigentlich überhaupt nicht. Mir geht's super. Lebt wohl, Oberwäldler. Okay, wo sind eigentlich meine Leute? Die liegen dann auch tot rum, das ist spitze. Das ist super toll. Aber das ist eigentlich auch egal. Ich werde nämlich, Moment, ganz kurz hier eine Nachricht mal abschicken. Ich werde mal... hier ist iGear, wie gesagt, der Erfinder des iPods. So, wo ist... Moment, wann... Bist du das nicht? Nee. Hä? Achso, die sind da. Okay. Habe ich für ihn auch irgendwas? Weiß ich gar nicht. Seid erneut gegrüßt, Oberwäldler. Es erstaunt mich, euch wiederzusehen. Zahlreiche Oberwäldler sind in letzter Zeit durch unser Dorf gekommen. Doch nur die wenigsten haben sich die Mühe gemacht, überhaupt mit mir oder meinen Leuten zu sprechen. Warum seid ihr an diesem dunklen Ort, an dem niemals die Sonne scheint, gekommen? Gibt es etwas, das ich oder mein Dorf für euch tun kann? Ich werde euch so gut helfen, wie es mir möglich ist. Haben wir das nicht schon gehabt? Ich verfüge über ein Serum, das eure Leute von der Rakul-Krankheit heilen kann. Das ist ein äußerst großzügiges Angebot, Oberwäldler. Ihr habt meinen Dank. Doch ich weiß nicht, wie man so ein Serum anwenden könnte. Bringt es bitte unserem Dorfheiler. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die beste Koryphäe der Welt. Aber naja, gut, kann man ja mal machen. So, ich werde mal jetzt auf jeden Fall hier weiterdrücken. Ja, halt die Schnauze. So, jetzt wenn wir zu ihm gehen, sagen, seid mir tot. Erneut gegrüßt, Oberwäldler. Bringt ihr Neuigkeiten über meine Schülerin? Habt ihr herausgefunden, was ihr zugestoßen ist und beweist mir so, dass ihr wirklich die Person seid, die mein Volk retten wird?
Die ist tot. Ich habe hier ihr Tagebuch. Dann ist es, wie ich es befürchtet habe. Sie gehört nun auch zu jenen, die für unsere Sache ihr Leben gegeben haben. Doch obwohl mich das traurig macht, gibt es dennoch Hoffnung. Indem ihr meine Schülerin gefunden habt, habt ihr bewiesen, dass ihr würdig seid, Oberwäldler. Ihr seid das Leuchtfeuer auf unserem Weg zur Erlösung. Ihr werdet uns in das gelobte Land führen. Euch führen? Aber ich weiß doch nicht einmal, wo das gelobte Land ist. Ihr seid gezeichnet, Oberwäldler. Selbst meine trüben Augen können erkennen, dass ihr vom Mantel des Schicksals eingehüllt seid. Vielleicht kennt euch der alte Rukil besser, als ihr euch selbst kennt. Ich bin alt. Ich lebe schon seit 100 Jahren hier in den Slums, hinabgestoßen in die Dunkelheit. Ich kenne die Legenden und die Geschichten unseres Volkes. Ihr müsst sie nun ebenfalls kennenlernen. Also gut, dann erzählt mir die Geschichte eures Volkes. Die große Stadt von Taris bedeckt die ganze Oberfläche des Planeten. Es gibt kein Land, auf dem man Nahrung züchten könnte. Die Seegrasernte und die Meerestiere stellen unsere einzigen Nahrungsquellen dar. Vor einem Jahrhundert wurden die Ozeane durch steigende Umweltverschmutzung vergiftet und eine Hungersnot brach über den Planeten herein. Die Reichen horteten die Nahrung und die Armen hungerten und starben. Doch die Armen wehrten sich gegen diese Tyrannei. Der Bürgerkrieg erfasste den Planeten. Millionen starben und weite Bereiche von Taris wurden zerstört oder aufgegeben. Die Rebellion wurde schlussendlich niedergeschlagen und Tausende gerieten in Gefangenschaft. Die Gefängnisse quollen über. So wurde die Vorgangsweise etabliert, Verbrecher in die Slums zu verbannen. Viele tapfere Männer und Frauen wurden hierher in die Unterstadt verbannt, weil sie zu den Rebellen gehörten. Leute wie mein Vater und mein Großvater wurden mitsamt ihren Familien hierher verbannt. Jetzt leben wir in der Dunkelheit unter den Straßen von Taris. Es ist ein Leben ohne jede Hoffnung, bis auf die Hoffnung auf das gelobte Land. Und ihr werdet uns den Weg dorthin weisen. Die Legenden erzählen von einer unabhängigen Kolonie, die vor dem Ausbruch der Hungersnot etabliert wurde und die während des Bürgerkriegs verloren ging. Es soll ein Paradies unter den Slums sein, in dem sich Druiden um alle Bedürfnisse der Bewohner kümmern. Zahlreiche Jahre suchte ich nach dem gelobten Land, ebenso wie mein Großvater und Vater vor mir. Als ich alt und grau wurde, setzte meine Schülerin die Suche für mich fort. Ich habe viele Hinweise auf den Standort des gelobten Landes gesammelt und das Tagebuch meiner Schülerin hat mir ebenfalls weitergeholfen. Dennoch fehlen immer noch zu viele Teile des Puzzles. Doch ich weiß, dass auch mein Vater und Großvater Tagebücher mit ihren Aufzeichnungen führten. Vielleicht könnte ich mit der Hilfe ihrer Tagebücher endlich das gelobte Land aufspüren. Hab gerade hier schön gelabert und das Mikro war aus. Das ist natürlich spitze. Ich habe alle drei Tagebücher. Nehmt sie nur. Kann es wahr sein? Kann es wahr sein, dass sich der Traum meines Vaters und Großvaters endlich erfüllt? Ich wage es kaum hinzublicken. Ja, aber natürlich. Jetzt verstehe ich. Es macht alles Sinn. Jetzt verstehe ich, warum das gelobte Land so schwer zu finden war. Es ist so offensichtlich. Ihr habt etwas Wundervolles geschafft, Oberwäldler. Eure selbstlosen Taten werden allen Bewohnern dieses Dorfes viel Glück und Freude bringen. Ich muss damit sofort zu Gendar. Dann geh. Rukil, was wollt ihr?
Gibt es neue Legenden über ein verborgenes Paradies, das nur darauf wartet, von uns entdeckt zu werden? Wenn ihr erst mal gesehen habt, was ich euch hier bringe, Gendar, werdet ihr nicht mehr denken, dass es Märchen sind, die ich erzähle. Seht euch die Tagebücher an. Nein, es kann nicht sein. Sind die echt, Rukel? Sind die Informationen korrekt? Ich schwöre, dass alles, was in diesen Tagebüchern steht, wahr ist, Gendar. Das gelobte Land. Ich habe euch doch gesagt, ich würde es finden. Der Eingang ist weit entfernt, Rukel. Wir werden viele Wochen bis dorthin brauchen. Vielleicht sogar Monate. Und wir müssen durch zahlreiche Gebiete, in denen es vor Rakul nur so wimmelt. Ich sage ja nicht, dass die Reise einfach sein wird, Gendar. Aber alles ist besser als das elende Leben, das wir hier führen. Weise Worte, Rukel. Wir haben momentan gerade viele Vorräte. Wir könnten bei Einbruch der Nacht aufbrechen. Ich werde den anderen sagen, sie sollen sich auf die Reise vorbereiten. Ich danke euch erneut, Oberwäldler. Und sage euch zum letzten Mal, lebt wohl. Wo wir hingehen, werdet ihr nicht folgen können. Die Reise ins gelobte Land ist lang und mühselig. Dann lebt wohl, Rukel. Und viel Glück. Hier trennen sich unsere Wege, Oberwäldler. Ich spüre, dass sich euer Schicksal erst entscheiden wird. Doch das Schicksal meines Volkes liegt am Ende der langen Reise, die uns nun bevorsteht. Tja, ich würde sagen, auf uns Halt. Scheiße. Das ist blöd. Ich wollte eigentlich noch mal zu der Heilerin. Die sollte mich heilen. Naja, gut. Dann nicht. Kommen die anderen eigentlich auch irgendwann noch mal nach? Oder sagen die jetzt so... Ne. Ja, ich würde schon gerne, aber irgendwie doof. Mal kurz Solo-Modus und machen wir den Solo-Modus noch mal aus. Vielleicht kommen die dann hinterher. Sind die noch tot? Die können doch nicht noch tot sein. Alter, willst du mich verarschen? Oh, nee. Oh, fuck. Wie soll das... okay, ich glaube, ja, das dürfte problematisch werden. Das tat weh! Ich, weiß nicht, ob ich das hinkriege. Okay, das Ding habe ich schon mal down. Das ist schon mal schön. Also... Ich brauche noch ein bisschen, um aufzuleveln. Das ist irgendwie doof. Das muss ich durchaus mal zugeben. Kann ich eigentlich auch beide aktivieren? Einfach mal so kurz blöd gefragt. Oder heben die sich auf? Ne? Die heben sich, glaube ich, auf, ne? Das Doofe ist nämlich so ein bisschen, dass ich jetzt, also, ja. Ich würde am liebsten echt immer nur einen holen. Das tat weh! Immer nur einen... Töte ihn. Wenn ich immer nur einen rankriege, das wäre ziemlich gut. Ja. Das ist nicht nur einer, das sind drei. Okay, ich bin am Arsch. Totally am Arsch. Aber, warte mal, vielleicht, wenn ich die alle treffe... Ja, 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 das war total toll. Aber eigentlich wäre es geil, wenn du... Okay, du bist doof. Okay, ich bin tot. Okay, ich lade nochmal neu. Alles kein Problem. Okay, ich lade anscheinend nicht nochmal neu. Dann werde ich an der Stelle einfach sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann, werden wir das irgendwie schon hinkriegen. Und bis dahin, haut rein. Toll.